Hallo Leute, heute sind wir in Hemsbach an der Bergstraße. Schauen mal ins Brennnessel-Kino rein. In Hemsbach gab es ja früher noch ein zweites Kino von 1925 bis 1971, das Bahnhofslichtspiele. Und die Brennnessel hier wurde 1929 als zweites Kino eröffnet, als Union. Wurde das Familienunternehmen geführt bis 1980 und dann aus Altersgründen aufgegeben. 1982 bildete sich eine Heimkino-Gruppe, die das Kino dann als Programmkino bis vor ein paar Jahren geführt haben. Vorletztes Jahr, 2018, wurde es von Herrn Speiser, der das moderne Theater in Weinheim führt, mit übernommen und seitdem auch einiges investiert. Hier links war früher ein Brautmodegeschäft drin. Die Räumlichkeiten nutzen wir jetzt auch als erweitertes Foyer für Veranstaltungen. Oder zum Ausweichen kann man hier dann auch natürlich frei buchen, Geburtstagspartys oder bei Premieren für den Empfang. Wir gehen auch gleich mal rein. Ihr seht ja Eingang. Corona-bedingt haben wir ja dann hier unseren Eingang gewählt. Und der Ausgang ist dann der übliche Kinoeingang. Hier, da gehen wir auch gleich rein. Wir bedanken uns bei, zumindest ich, bedanke mich bei unserer kompetenten Regierung. Heutiger Zeitungsartikel, der Weinheimer Nachrichten. Danke, dass wir bis in den Januar geschlossen haben dürfen. So, jetzt schauen wir aber erstmal in den Vorführraum. Da geht es ganz klassisch erstmal die Hühnerleiter hoch. So, ihr erkennt auch gleich hier den Projektortyp aus den anderen Videos. Hier haben wir eine FP30. Muss ich euch nicht viel dazu erklären. Das ist so eine FP30, wie ich im Video letzte Vorstellung Kino 2 in Weinheim gezeigt habe. Hatte schon bessere Zeiten hinter sich. Aber gut, hier haben wir einen Digitalprojektor von Kinoton. Muss ich aufpassen, dass die Stufen nicht runterfallen. Fokus, jawohl. Ein Ungetüm. Nicht schön, aber funktioniert. Der Server läuft hier auch immer mit. Hier vorne noch das klassische Tableau. Für die Saallichtsteuerung, Bühnenlicht. Revolver heißt nicht, dass hier geschossen wird. Das ist dann der Revolverkopf für die Objektive. Die Überblendung gab es ja auch früher, aber ist auch schon eine Weile her. Schöne Steuerung. Ja, oh, voilà. Netzwerkswitches. Die Dolby DSS 220 als Server. Nicht meine erste Wahl, aber solange es funktioniert. Da haben wir hier noch eine CP750. Das hatte ich im CP500 Video erwähnt. Die kann nur noch Digitalton. Hier haben wir eine CP55. Die kleinere Version des CP65. Hat auch Steckkarten. Habe ich jetzt einhändig aufbekommen. Wir erinnern uns, ich will es nicht groß den erklären, schaut euch das CP500 Video an, dann bekommt ihr eine Idee davon. Die Formatumschaltung Dolby SR, Dolby A, 5.1. Das Übliche, was dazugehört, Sicherungen. So, das Kino hat ja zwei Säle.
Da wurde ja früher das Foyer mal abgeschnitten. Dann haben wir einen kleinen Saal wieder zugemacht. Hier haben wir auch wieder einen Abspielserver. Endstufen 10 bis 750. Unsere Saalsteuerung. Und hier in den Katakomben oberhalb vom Kino 2 haben wir auch nochmal einen Digitalprojektor vom Kinoton, wenn der Fokus mitspielt. Hier unten haben wir die Saalverdunkler. Das sind verstellbare Transformatoren. Das ist ein kleiner Motorantrieb drin, der dann den Greifer an der Entwicklung entlang fährt. Hier altes Werbelager, Trailer und so weiter. Xenon-Kolben sind die Kartons hier. Da mache ich auch mal noch ein Video mit Dominik vielleicht dazu, wenn es sich ergibt. Und hier, oh, das war der Kopf. Der Umspultisch, wo man dann die Filmspulen hat zurückspulen können nach der Vorstellung. Mal schauen, ob jemand guckt. Der müsste eigentlich an sein. Ja, muss ich die andere Hand nehmen. Die Oberfläche von dem Server ist etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man vom Dorimi verwöhnt ist. Hier wird alles wie so ein Filmstreifen angelegt. Ja, will ich jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Hier haben wir die Saalverdunkler vom großen Haus. Ja, dann gehen wir mal ins Kino. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet hier von der Technik, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich dann nochmal ein getrenntes Video dazu. Das soll jetzt nur so ein Gelegenheitsquickie sein. So, hier wird gearbeitet. Da haben wir der Kollege Guido, der am Arbeiten. Ja, hier haben wir das Kino 2, da haben wir die Gelegenheit des Lockdowns genutzt und mal wieder Farbe an die Wand gebracht, jetzt in schönem Grau und neue Bestuhlung eingebaut. Man muss die Zeit nutzen, ist im normalen Spielbetrieb so nicht möglich. Schönes Kunstleder, sehr bequem. Ich blende hier jetzt gleich noch ein Bild ein. Danke an Guido für das Bild. Ich hoffe, ich darf es nutzen. Und hier hinten die Love Lounge, VIP Lounge, wie man es auch übernennen möchte, hier in der Seite. Doppelsitze, sau bequem. Passt nicht zu den guten Filmen. Genau, wenn wir hier solche Filme zeigen würden. Muss ich euch leider enttäuschen. Ein Bild, das von Wand zu Wand reicht. Also eigentlich ein Traum für Cineasten. Außer dem Fokus vom Handy. Hallo. Ja, wir haben also ein Bild, was von Wand bis zur Wand geht. Für ein super Kinoerlebnis. Ja. So, hier im Foyer, da haben wir unseren normalen Eingang, der jetzt zum Ausgang wurde. Das ehemalige Kassenhäuschen. Dient jetzt nur noch als Lager, Büro und mit der Übernahme durch einen Speiser kam hier auch eine schöne neue Theke rein. Großzügig gestaltet mit Computerkasse und was man heute so alles haben muss. Hier gegenüber, ja, wird von uns belegt, einfach ignorieren. Ja, hier haben wir ja die Straße, hier haben wir eine schöne Sitzecke, wo man auch natürlich sich zusammensetzen kann vor und nach dem Film. Und hier haben wir eine kleine Schönheit, nicht mehr ganz original und auch nicht mehr so taufrisch wie vor 70 Jahren. Aber ist doch ein Hingucker. Ihr habt ja sicher das Video zur Imperator gesehen, mit dem ähnlichen Projektionskopf. Die Animan 7 wurde, soweit ich mich erinnern kann,
produziert, nachdem Annemann an Zeiss Icon verkauft hatte. Typ B. Ich weiß auch nicht, ob der Fuß original zum... Jetzt haut der Gimbal wieder ab. Ich weiß auch nicht, ob der Fuß original zum Projektorkopf ist. Aber hier zählt eigentlich nur noch die Optik. Hier haben wir das Übliche. Transportrolle, Schärfeverstellung, Schaltrolle. Hier unteres Transportrad mit Kurbel für den manuellen Vortrieb. Hier haben wir noch die Feuerschutztrommel, die man damals für den Nitrofilm brauchte. Kleiner Teddybär. Hier ist der sogenannte Löschkanal. Den hat man aufgeklappt, den Film eingelegt. Dann hat er sich wieder verschlossen. Und den brauchte man früher für den Nitrofilm. Das sollte der Film hier unten in Feuer geraten, dass er nur bis hierher brennt und hier drin gelöscht wird. Hier hinten ist auch noch eine Feder. Da fehlt auch ein Teil. Die soll die Spule nach vorne auswerfen. Sollte man das einmal zum Entnehmen einfacher. Und sollte auch Gefahr bestehen, dass man die Spule rausfallen und in diesen Stahlbehälter reinfallen lassen konnte zum Löschen. Lammhaus brauche ich euch, glaube ich, nicht viel zeigen. Auch hier unten auch wieder die Trommel. Und etwas Inkontinenz. Aber das sind die alten Ladies. Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass wir hier noch einen Nebenraum haben. Da gehen wir mal rüber. Natürlich durch unsere Stühle und Bauerei jetzt etwas zweckentfremdeter Raum. Aber ihr seht da hinten die Stühle, Tische. Wir könnten mal also eine kleine Feier geben. Mit dem Nebenraum. So alles gerade ein bisschen zugebaut. Eine Empfangstheke hier und hier. Hinten drin sind natürlich noch Räumlichkeiten, Küche, Zubereitungsflächen. Ja, von Master Schunk. Ein paar schöne Bilder. Die hängen hier auch noch im Nebenraum. Wir haben noch einen weiteren Nebenraum. Ah, kennen wir, Kim Basinger, Mrs. Rabbit, Monroe. Wer kennt, wer erinnert sich nicht an Vivian? Und ja, hier ist fast was gesagt. Mrs. Roberts. Ja. Unverbaubaren Blick auf die Straße. Ja, hier gibt es auch Vorhänge natürlich. Ja, hier könnte man also drei Veranstaltungen fast zeitgleich laufen lassen. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, außer während Corona. Wir danken. Noch eine. Unsere ursprüngliche Planung. Seniorenkino. Fällt auch alles ins Wasser. Blick über die Theke. Dann gehen wir mal ins große Haus. Hier sind wir noch schwer am Arbeiten. Die neue Bestuhlung. Ja, da liegt noch das Werkzeug und das Material auf dem Boden. Auch noch ein Projekt, der da vorne stehen, da kommen wir auch gleich mal noch hin. Ist ja eher so meine Sache. Ne? Ihr könnt ja auch mit Klavierbegleitung einen Stummfilm zeigen. Ist schwer ohne Weitwinkel was einzufangen, oder dass ihr eine kleine Vorstellung habt. Bauen wir jetzt in drei Reihengruppen auf. Fünfer, Vierer, Vierer, Dreier Sitz, auch auf der linken Seite. In der Mitte drei Sechser Reihen und davor zwei Doppel
Laufsitz. Das hat einmal den Vorteil, dass wir hier während der Corona-Zeit, sollen wir mal wieder zu den vorhergehenden Bedingungen öffnen dürfen, hier die Abstände besser optimaler nutzen können. Also auch ein paar Besucher pro Vorstellung mehr reinbekommen dürfen. Und zum anderen ist für Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen natürlich viel günstiger mit mehr Gängen zwischen den Reihen, Besucher rein und rauszulassen. Hier haben wir jetzt eine Bauer B8, eine Linksmaschine. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen. Alles spiegelverkehrt. Das liegt nicht am Video. Das ist wirklich so. Ich hatte das irgendwann kurz angemerkt, dass man beim Überblendbetrieb es einfacher ist, wenn man eine Links- und eine Rechtsmaschine hat. Die Maschine, die FP30 und die anderen, die sind eine Rechtsmaschine, also von rechts zu bedienen. Und die hier ist eine sogenannte Linksmaschine, da das spiegelverkehrt gebaut ist und das Projektorwerk linksseitig geöffnet ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr steht zwischen den Projektoren und seid im Überblendbetrieb. Da führt man am einen Projektor, hier ist auch wieder so eine Feuerschutztrommel, ohne Spule. Hier haben wir noch eine Soffittenbirne, die dann den Film von hinten durchleuchtete, dass man von hier vorne gesehen hat, wie weit der Film schon durchgelaufen ist, um abzuschätzen, wann man zu überblenden hat. Und jetzt wollt ihr überblenden, wenn ihr jetzt zwei Rechtsmaschinen habt, müsst ihr ja um den Projektor herumrennen oder herumgreifen. Das ist zwar machbar, aber recht unbequem. Und so konnte man dann einfach dargestellt, einfach klick-klack mit den Projektoren umschalten. Und meist war dann hier vorne dann der Verstärker und richtige Könner, die haben dann mit beiden Händen überblendet. Und mit einem Fuß dann den Schalter umgelegt, um die Ton umzuschalten, als noch nicht so automatisiert war. Wir haben auch wieder unsere Kurbel. Leider fehlt die Zahnrolle und das Planingetriebe ist auch etwas demoliert, wahrscheinlich von der Demontage. Hier oben, was ganz selten ist, dass auch oben ein Planingetriebe drin war, um die Filmschlaufe zu verändern. Sehr, sehr selten. Hier vorne das Teil, was man in anderen Kino in Leutershausen bei dem B12, B14 Bastard nicht gesehen haben. Der Halter fürs Objektiv. Die Rändelschraube. Das soll Streulicht verhindern. Und hier vorne war dann das Objektiv drin mit dem Adapterring. Hier sehen wir noch einen Motor, schauen wir gleich hinten dran. Ganz schlecht zu filmen. Hier drin sehen wir die Klappen, die dann aufgehen, wenn der Projektor läuft. Auch die Schaltrolle fehlt. Mal schauen, vielleicht, ich habe noch Ersatzteile zu Hause, vielleicht spendiere ich denen was. Hier haben wir das Tongerät. Fehlt natürlich auch alles. Hier wird die Selenzelle wieder drin. Hier ist dann die Fotozelle oder Solarzelle, je nach Entwicklungsstand. Hier ist noch die Optik und hier hinten war eine Glühbirne drin. Ja, Glühbirne. Ihr liebt es. Auch hier unten dann wieder eine Trommel mit Aufwickeleinheit. Und der Löschkanal hat der Bauer ganz anders gelöst. Hier haben wir oben eine Rolle drin, über die der Film lief. War genauso anfällig für Laufstreifen bei überdurchschnittlicher Pflege des Projektors. Wie im Tongerät. Sieht man auch noch irgendwie Licht, die Kontakte für die Birne. Das Lampenhaus gehört nicht zu dem Projektor, also nicht direkt. Wir haben hier seitlich noch für eventuelle Dia-Projektion Lichtablass. Da gibt es hier ein kleines Hebelchen. Hier gehört nochmal dann noch ein Spiegel drauf, der das Licht dann umlenkt. Dann kann man vorne die Großformat-Dias einstecken.
ihr es bei den anderen Baujahren schon gesehen habt, Spiegel, Halterung für den Xenon-Kolben, auch wieder ein stehender Kolben. Wie soll ich das vorstellen? Eine etwas ältere Version des Zündgeräts. Alles sehr nostalgisch hier. So, hier haben wir das Anschluss, das Klemmbrett. Und dahinter läuft dann die Blende. Hier noch eine Scheibenblende, keine Kegelblende wie beim späteren B12, B14. Der Antriebsmotor. Ein Kobold. Wie beim Staubsauger. Wenn wir die Stühle fertig sind, filmen wir das dann auch nochmal. Bis gleich. Übrigens, demnächst auf der Webseite des Brennnessel-Kinos, in der Beschreibung, könnt ihr Kinostühle, die hier übrig sind, erwerben. Mehr dazu demnächst. Habe ich schon gesagt, dass ich die haben will? Da kriege ich aber Ärger. Hier, schaut euch mal die Eintrittspreise an. So was findet man auch nicht mehr überall. So, wir haben fertig. Ein kleiner Schwenk von hinten. Ja, die Ausleuchtung ist entschuldigen. Ja, super. Man soll die Automatik ausschalten, ich weiß. So, wir haben jetzt schön symmetrisch links, rechts. Haben wir ganz hinten 5. 4, 4 und 3 Sitze zusammenhängend. Ganz außen und zwischen den Reihen großzügigen Mittelgang. Damit halten wir auch die Abstandsregelungen gut ein, die wir ja im Moment erfüllen müssten, weil im Moment dürfen wir ja nicht spielen. Hier vorne haben wir 2 Doppelsitze als VIP-Lounge für Live-Veranstaltungen oder wer gerne ganz vorne sitzt. Ist aber gar nicht so schlimm, so weit vorne zu sitzen. Ich habe es vorhin schon ausprobiert. Man sieht hier immer noch sehr gut auf die Leinwand. Auch hier gleiche Stuhlanordnung gespiegelt. Neuwertige Sitze aus einem Multiplex, das leider zugemacht hat letztes Jahr. Soll man alles recyceln. Ja, da steht noch Werkzeug, das ignorieren. Ja. So, das war's dann für heute mal. Kleiner Einblick ins Brennnessel in Hemsbach. Ich hoffe, für den einen oder anderen ist es interessant gewesen. Und wenn wir wieder dürfen, besucht uns gerne mal. Also dann, habt eine gute Zeit. Ciao.